Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe gerade noch ein weiteres Video gedreht. Das wird aber erst ein bisschen später online kommen. Das muss ich noch ein bisschen in der Pipeline halten. Und zwar habe ich da über die Tage, Wochen und Monate nach der Trennung gesprochen, wie das so für mich war. Und das hat mich dazu inspiriert, nochmal so ein Video zu machen, was mir in der Zeit geholfen hat. Was man so als Lifehacks bezeichnen könnte zum glücklicher sein. Und der allererste ist, fang bei dir an. Also wenn du unglücklich bist, dann fang bei dir an. Denn nur du kannst doch dein Leben verändern. Nur du kannst doch entscheiden, wie du dich fühlen möchtest. Also musst du bei dir anfangen. Du musst nicht anfangen, irgendwie andere Menschen verändern zu wollen, sondern bei dir musst du anfangen. Und das kann auf so vielen unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Das kann natürlich was hier sein, wo du anfängst zu reflektieren, nachzudenken, was macht dich unglücklich, was würde dich glücklich machen, was entzieht dir Energie, was gibt dir Energie, was sind deine Lebensziele, wie kommst du dahin, wo steckst du fest, wo willst du hin. Da hilft es zu schreiben, aufzuschreiben. Nehmt euch ein Thema, stellt euch eine Uhr, 20 Minuten, dann schreibt alles auf. Das soll ja niemand außer euch später lesen. Das kann völlig konfus sein, aber es wird sich beim Schreiben ordnen, es wird sich für euch klären. Nehmt euch auch mal wirklich ganz bewusst die Zeit und arbeitet an euch. Macht einen Kurs mit, macht irgendwas, macht eine Challenge mit, wo ihr sagt, okay, ich will weniger jammern, also mache ich die Nicht-Jammern-Challenge mit. Ich möchte mal gerne anfangen zu meditieren, dann macht doch zum Beispiel meine Meditations-Challenge oder. Wenn es einen Bereich in deinem Leben gibt, wo du dich verändern möchtest, dann starte damit jetzt. Tu das für dich. Meditation kann ich immer empfehlen und Yoga auch. Das sind so, wenn mich jemand fragt, sage ich, meditiere und mache Yoga. Ich weiß, es ist eine Typfrage, aber das hat mein Leben verändert. Wirklich, es ist ungelogen. Durchs Meditieren habe ich mich selbst kennengelernt und durch das Yoga habe ich meinen Körper kennengelernt. Ansonsten so zwei ganz klassische Dinge, Klamotten und Musik. Klamotten bzw. auch Kosmetik scheint jetzt erstmal oberflächlich zu sein. So ein Kommentar hatte ich letztens auch. Dass ich persönlich finde es nicht oberflächlich. Ich muss mich schön fühlen. Ich muss mich wohlfühlen. Und das heißt jetzt für mich als Person, dass ich mich morgens schminke, dass ich mir die Nägel mache, dass ich gerne Lippenstift trage. Das bedeutet für mich, dass ich Klamotten anhabe, die mir gefallen. Die müssen nicht zu meinem Mutti-Leben passen, sondern die müssen mir gefallen und die müssen meinem Körper schmeicheln. Und wenn ich mich gut fühle in den Klamotten, weil ich weiß, dass ich rattenscharf aussehe, hallo, schneiden wir das jetzt raus, das lassen wir drin, so bin ich halt. dann geht es mir einfach besser, dann habe ich doch schon ganz andere Haltung, ganz anderes Selbstvertrauen, weil ich weiß, dass ich toll aussehe. Und für mich ist das ein wichtiger Punkt. Für dich kann das ein nicht so wichtiger Punkt sein. Musik hatte ich gerade noch angesprochen. Wenn es dir nicht so gut geht, leg dir halt nicht auch noch Trauermusik auf, sondern leg dir halt irgendwas Trashiges und wie ich letztens in der Morgenroutine gezeigt habe, einfach Pietro Lombardi ist. Das muss kein gutes Lied sein, das muss kein guter Sänger sein, du kannst dich dazu bewegen, also mach's an. Irgendwas, was dir ein positives Gefühl gibt. Und das geht mit Musik einfach sofort am schnellsten, am einfachsten. Dann mach doch sowas. Es ist so simpel, aber ja, manchmal muss man vielleicht auch dran erinnert werden. Ansonsten, tu es einfach. Tu was. Du kannst nicht erwarten, dass sich dein Leben verändert, wenn du da bleibst, wo du jetzt bist. Also tu irgendwas. Geh aus deiner Komfortzone, setz ein Ziel um. Tu irgendetwas, aber tu es und dann verändert es sich. Dann veränderst du dich, dann verändert sich dein Leben, dann steigert sich dein Selbstvertrauen. Tu es. Das merke ich gerade wieder in meinem Online-Workshop. Die Mädels haben angefangen, es zu tun und es kommt so ein geniales Feedback, weil sie sagen, ja, und sofort verändert sich mein Selbstvertrauen, sofort fühle ich mich besser. Das ist es. Tu einfach irgendwas. Ansonsten gibt es noch die Power-Pose. Mache ich auch super gerne. Manchmal hat man ja so Sachen, wo man unsicher ist, wo man sich nicht so gut fühlt und weiß, jetzt musst du es aber bringen. Und dann mach eine Powerpose. Das kann irgendwas Verrücktes sein, ja. Für Männer ist vielleicht so ein, dass du dich so hinstellst. Für Frauen ist vielleicht irgendeine sexy Pose, irgendwas. Überleg, was für dich so eine Powerpose ist, wo du weißt, yeah, da fühle ich mich gut, wenn ich diese Pose mache. Und dann verändert sich was in dir. Du musst es nicht glauben. Du musst es nur fühlen. Das verändert sich in deinem Körper. Und dann geh los. Dann mach dein Ding. Was auch immer das in dem Moment sein soll. Oder wenn es dir halt nicht so gut geht und du weißt, du hast gleich auch noch einen doofen Termin vor dir, dann hör halt nochmal Musik, um dich einfach in einen besseren State zu bringen. Es gibt keine schönen deutschen Wörter. Um einfach deine Basis zu verändern, dass das schon ein bisschen glücklicher und fröhlicher geworden ist. Und dann, auch ganz schön,
Visualisiere doch mal Liebe und Glück. Und das geht super einfach und deswegen machen wir das jetzt mal zusammen. Schließ mal deine Augen und dann atmest du mal ganz tief in den Bauch ein und wieder aus. Um dich zu entspannen, um loszulassen, um anzukommen, um zur Ruhe zu kommen. Dann lässt du jetzt deinen Atem einfach wieder ganz normal fließen, der kann kommen und gehen, wie er will. Und sollten jetzt irgendwelche störenden Gedanken auftauchen, dann lassen wir die einfach wie Wolken vorbeiziehen. Ist völlig okay, dass Gedanken kommen, aber wir wollen nicht weiter darüber nachdenken, wir wollen nicht an denen festhalten, wir lassen die ziehen. Denn wir wollen jetzt was ganz anderes machen, wir wollen nämlich jetzt Liebe und Glück visualisieren. Und deswegen denk jetzt mal an eine Situation, die dich glücklich macht, wo du Liebe verspürst. Wo du einen geliebten Menschen geküsst hast. Denk an deine Kinder, an eine ganz bestimmte Situation. Denk an Hundewelpen, egal. Irgendwas, was dir das Gefühl von Glück und Liebe vermittelt. Und das spürst du schon. Wenn du dir jetzt diese Situation vor deinem inneren Auge abrufst, dann spürst du das hier in deinem Herzen. Es wird schön warm, kommt ein tolles Gefühl, hat Bauchkribbeln, ist alles ganz, ganz toll. Und jetzt halt es einfach so lange wie möglich fest. Und dann atmest du einfach nochmal ganz tief ein und wieder aus. Und dann kommst du wieder hier an, öffnest deine Augen und nimmst dieses Gefühl mit in den Alltag. Und das kannst du ganz oft am Tag machen. Das ist jetzt nichts Aufregendes, aber es geht dir besser, oder? Ich liebe diese Übung, ich liebe das total. Das war es auch schon. Das waren so die Tipps und Tricks, manche weniger unspektakulär, andere vielleicht ein bisschen mehr, die ich euch mitgeben wollte. Ich hoffe, es ist für den einen oder anderen von euch was dabei. Wenn ihr noch so einen tollen Lifehack habt zum Glücklichsein, dann schreibt das doch super gerne mal unten in die Kommentare und teilt das mit uns. Und teilt auch gerne dieses Video, wenn ihr sagt, es gibt da einen Menschen, der könnte mal wieder ein bisschen mehr Glück in seinem Leben vertragen. Dann schickt ihm doch bitte gerne dieses Video und wir sehen uns dann ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!